herzlich willkommen, geil, zu wieder mit einem Start bis zu einer weiteren Ausgabe von Die Rückkehr. Und heute mit einem speziellen Gast mal wieder. Grüß dich, Jorgensson. Moin moin. Ja, und der eine oder andere von euch wird ihn vielleicht kennen. Ein aufstrebender Stern am YouTube-Gothic-Himmel. Mit genialen Tracks wie Ist meine Wurst, Bruder? Oder Mein Bruder, fand ich auch geil. Ja, fand ich alles super. Ja, danke. Ja, er macht da so diese ganzen kleinen Filmchen. Da mir öfters mal seine Videos in die Kommentare gepostet werden, dachte ich mir doch einfach mal, ich lade ihn gerne mal als Gast ein, damit ihr auch mal seht, dass ich diese Person bereits schon früher auf diese Person aufmerksam geworden bin. Ja. So. Ja, du hast mich ja sogar schon vorher mal erwähnt, das fand ich auch schon sehr nett. Richtig, richtig. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man nicht alle 150 Videos sich angucken kann, nur um diese eine Stelle zu finden, dementsprechend. Ja, natürlich. Aber so, genau, sehr nett. Wir werden hier heute zusammen auf jeden Fall den Sumpf mindestens mal aufräumen. Und ich merke gerade, das Spiel ist doch ein wenig laut. Wir machen es mal ein bisschen leise, den Sound brauchen wir heute nicht, weil ich keine Dialoge führen will. Was mir gerade auffällt... Ich höre tatsächlich gar nichts. Ja, das ist leider durch die Discord-Übertragung, hörst du leider nichts. Aber wenn wir einen Dialog führen sollten, dann würdest du den Untertitel ja lesen. Das ist leider noch so ein Ding bei Discord, aber ich glaube, das ging auch früher bei Skype gar nicht. Bei Skype könnte man auch keine Tonübertragung machen. Leider. Ist das so? Glaube ja. Aber das ist tatsächlich beim Spiel, ne? Also bei einer reinen Bildschirmübertragung müsste der Sound auch gehen, weil ich habe schon öfter einfach mit Leuten so zusammen einen Film geguckt über Netflix. Ich glaube aber, dann ist das keine Bildschirmübertragung gewesen, sondern ein Stream richtig über Discord. Weil dann ja, geht's. Stimmt, ja doch, stimmt. Genau, man kann so einen Stream über Discord machen. Aber der ist von der Performance her einfach mal noch ein bisschen anspruchsvoller. Ja, und das ist halt leider auch der Grund, warum wir heute keinen Renderer mit drin haben, weil... ja, es einfach Codierungsprobleme gäbe und das dann alles ein bisschen ruckelig laufen würde und... Spielen wir heute einfach mal ein bisschen Gothic Vanilla, so von der Grafik her, aber das dürfte, denke ich, die meisten von euch nicht stören. Sieht auch gar nicht so schlecht aus mit der ganzen Vegetation hier. Ja, also... Haben wir gerade schon festgestellt, dass das... Wenn wir es so spielen würden, wäre es atmosphärischer noch ein bisschen, weil dieser ganze Nebel, der würde die ganze Situation hier noch ein bisschen geiler machen, tatsächlich. Ja, lassen wir das jetzt einfach mal so. Ja, erzähl doch mal, Wie bist du auf YouTube gekommen? Warum machst du das alles? Macht es dir Spaß? Wenn nein, warum machst du es trotzdem? Naja, also es macht mir überhaupt keinen Spaß und ich werde dazu gezwungen. Ja, ich kenne das, ja. Nein, in Wirklichkeit arbeiten wir alle zusammen für Merlin. Merlin ist so derjenige, der uns alle kontrolliert und überwacht und dafür sorgt, dass wir täglich Gothic-Content machen oder Risen-Content. Das ist das Problem. Merlin, der ist ja so oft im Wald unterwegs, aber eigentlich hat er da seinen Bunker, wo wir alle drin gelagert werden. In einzelnen Zellen. Das stimmt. Ach echt, das ist todernst, das stimmt. Ja, weil wir gerade eine Waffe am Kopf gehalten bekommen. Richtig. Nicht schießen, bitte! Merlin, nein! Ja. Und Merlin wirkt in seinen Videos immer so nett, aber das ist alles Schein. Ja, auf jeden Fall. Nein. Spaß beiseite. Ich hatte einfach... Ich meine, dich gibt's ja schon lange, Merlin gibt's schon lange und andere, die Gothic spielen oder Videos machen auf YouTube, gibt's ja schon ewig. Und ich bin da sehr neu, ich mache das jetzt seit knapp einem Jahr. Und ich hatte einfach mal Bock, ein neues Hobby zu machen, weil es gibt so viele coole Videos und ich dachte, es gibt aber diese Art von Videos, wie ich sie gerne hätte, nicht so von Gothic. Und gerade so aus, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein YouTube-Kanal, der heißt Young Scrolls, der hat Videos gemacht, so Hip-Hop-Videos oder generell Songs von Skyrim. Und wenn nicht, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen, halt im englischen Bereich, ne, ist das. Und er hat sich auch die ganzen Skyrim-Sprachfiles rausgenommen und hat damit so Hip-Hop-Songs gemacht. Und dann dachte ich, das müsste doch in Gothic auch gehen, weil wir alle lieben die Gothic-Dialoge, ne? Oh ja. Und die sind so, die einprägsam und die eignen sich eigentlich perfekt für sowas. Und das Gute ist ja, es gibt ja immer eine bestimmte Anzahl von Sprechern, in so Rollenspielen, weil nicht jeder NPC hat ja noch eine ganz eigene Stimme, also die wiederholen sich ja ständig, also kann man die gut zusammenfügen und damit eigene Texte bilden. Ne? Ja, das stimmt. Und dann habe ich mich einfach mal so im Internet auf die Suche begeben nach, was gibt es denn da schon? Und da ist mir aufgefallen, dass der Ostblock, also die Polen und die Russen machen ja sehr viel schon seit Jahren zu, so Gothic, Hip-Hop und generell Remixe. Und dann dachte ich einfach, ja,
warum probiere ich das nicht mal in Deutsch? Weil, soweit ich weiß, bis auf, den kennt wahrscheinlich auch jeder den Song hier, ich will Snapper jagen. Ja, auf jeden Fall, das ist auch ein richtiger Kult-Song. Gibt's da nicht viel. Ja, stimmt. Ja, die Sache ist halt, du hast halt echt eine Nische getroffen, also die halt wirklich pures Gold ist. Ich meine, es gab zwar, ich glaube, schon auch früher so einzelne Videos mit so Synchros, aber das kannte man ja zwar alles schon, aber es gab jetzt nie jemanden, der sich da so richtig reingesetzt hat und das jetzt halt so richtig durchgezogen hat. Und da hast du auf jeden Fall richtig ins Schwarze getroffen, definitiv. Ja, und ich finde gerade, das merkt man, wie viel Interesse doch noch an Gothic, das merkst du ja auch bei der, noch nach Jahren da ist, ne? Ja. Das sieht man ja ganz unterschiedlicher Stelle. Die Leute sind interessiert daran, das finde ich cool. Ja, das stimmt. Also das ist halt auch so ein Ding, mir fällt es halt auch mal wieder auf, wenn ich mal versuche, so andere Videos zu machen. Also irgendwas, was außerhalb von Gothic ist, zum Beispiel irgendwie so Enderal oder halt irgendwelche anderen Games halt mal einfach zu spielen, sondern man merkt halt wirklich schon, dass da das Interesse gar nicht so krass da ist, weil die Leute, die halt Gothic feiern halt im Normalfall nichts anderes. So, ich will jetzt natürlich nicht alle über einen Kampf scheren, aber man merkt es halt wirklich schon so, dass das halt Interesse für andere Sachen gar nicht so groß ist, wenn Leute sich halt einen Kanal für Gothic interessieren, so. Ja, ich weiß, was du meinst, weil irgendwie ist der Anspruch anscheinend höher bei Gothic-Fans. Weil Gothic bringt so viel Detailgrad mit, finde ich, was die Rollenspielaspekte mitbringen. Angeht, meine ich. Da ist man halt verwöhnt. Aber ich sag mal so, wenn man. Erzähl du erstmal. Nee, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel das jetzt mit Skyrim vergleicht, was auf keinen Fall ein schlechtes Spiel ist an sich, aber wenn man es im direkten Vergleich mit Gothic sieht, da fehlt mir einfach was. Immer wieder. Stimmt, Skyrim ist so eine schöne große Welt, ja. Ja, definitiv. Also es ist eine schöne große Welt, aber man merkt halt, wie du es gerade gesagt hast, dass da so ein bisschen, ja, so Atmosphäre halt quasi noch ein bisschen, ja, eingebüßt wird. Ja. Aber, ja, also verwöhnt würde ich jetzt halt nicht sagen. Es ist halt wie, wenn du halt ein Leibgericht hast, du kriegst auf einmal was vorgesetzt, was du nicht kennst. Und wenn du die Wahl hättest zwischen deinem Leibgericht und dem Essen, was du nicht kennst und vielleicht auch nicht so toll findest jetzt vom Namen her oder vom Aussehen her, dann würdest du immer lieber das essen, was du schon kennst und was du halt ziemlich gerne isst, weißt du? Du vergleichst das halt immer ganz. Ja, doch, das stimmt schon. Aber ich finde halt, diesen Detailgrad, den Gothic schon vor Jahren hatte, den haben teilweise moderne Spiele gar nicht mehr. Das stimmt. Also es war damals echt revolutionär, gerade so, was Grafik angeht und die Leistung und hier manche Bäume und Nebelabteile wackeln hier so richtig krass, als ob hier gerade ein Tornado durchfliegt. Ja, ich dachte gerade auch schon so, ey. Ja. Ja, uns sind halt so die Nostalgie-Feelings auf jeden Fall. Also gerade so Leute in unserem Alter, sag ich jetzt mal, die das schon von früher kennen und schon früher coole Zeiten mit dem Game hatten, so, die würden sich sowas halt lieber angucken, als jetzt halt irgendein krasses neues Game, was jetzt vielleicht rauskommt, was die meisten vielleicht nicht so interessiert. Außer. Es ist ein Piranha-Bytes-Spiel. Erstens das, oder es ist ein Gothic-Remake. So. Ja. Ja. Tolle Überleitung, finde ich. Boah, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich habe das Gothic-Remake an dem Tag mitbekommen, da hat Gronkh einfach dieses Video hochgeladen. Ja, so war es bei mir auch. Wir haben so eine Gothic-WhatsApp-Gruppe mit den meisten Gothic-Let's-Playern so von YouTube und da hat einer auch das reingepostet und alle so erstmal so, what? Was ist da los? Und ich komme gerade so aus der Agentur und sehe das so, Gothic Remake, wie jetzt, willst du mich jetzt verarschen, so? Soll das ein Troll sein oder ist das jetzt wieder was Russisches, Gemoddetes hier oder was? Dann habe ich mir das angeguckt und es war von Gronkh und ich dachte mir so, Alter, no shit, Sherlock. Ja, das Problem ist, ich muss ehrlich zustehen, als ich das Video von Gronkh angeklickt habe, ich habe direkt auch meinen Kumpel angerufen und meinte so, ja, ich komme gleich vorbei, lass uns mal zusammen gucken, ne? Aber ich habe halt so kurz reingesetzt, so irgendwo so ein bisschen weiter vom Anfang und dachte so, hey, ist das eine Skyrim-Mod? Ja. Die Grafik war so am Anfang, weiß ich nicht. Ich, das war nicht das, was ich erwartet habe. Und ja. Also der erste Eindruck dann, ne? Und dann später habe ich es mir runterladen, selber gespielt. Und ja, dazu können wir jetzt dann kommen. Dann kann ich ja mal fragen, was war denn so dein Eindruck? Also, ich, als ich gesehen habe, dass das THQ Nordic, THQ Nordic, man muss kurz dazu sagen, für die es vielleicht nicht wissen, THQ Nordic hat letztes Jahr Piranha Bytes halt gekauft und damit halt auch die Gothic-Rechte. Und als ich dann aber in diesem Teaser gelesen habe, dass das nicht von Piranha Bytes gemacht ist, sondern für den THQ Nordic Barcelona Studios, war mir schon irgendwie klar, wie das abgelaufen sein musste.
Sodass quasi die Leitung von THQ zu Piranha Bytes gegangen ist und gesagt hat, jo, wir haben jetzt die Rechte, wie sieht's aus, Jungs, wollt ihr nochmal loslegen? Und Björn so oder Rüwe gesagt hat so, nee, lass mal bleiben, wir machen lieber Elex weiter. Und die so, scheiße, was machen wir denn jetzt mit den Rechten? So. Und dann haben die halt dieses Studio gegründet. Nee, aber ich muss sagen, nachdem ich das gelesen hatte, waren meine Ansprüche schon gar nicht mehr so hoch. Weil ich wusste halt, wenn es ein anderes Studio macht als Piranha Bytes, kann es halt nichts werden, was man jetzt als einen Piranha Bytes-Titel erwartet. Vor allem nicht, wenn es ein ausländisches Studio ist. Also jetzt, um Gottes Willen, nichts gegen ausländische Studios, aber wir haben das ja schon gesehen bei Götterdämmerung, dass das einfach nicht funktionieren kann. Ja, so. Götterdämmerung ist ein perfektes Beispiel. Richtig, und dementsprechend waren meine Ansprüche schon gar nicht mehr so hoch. Aber ich bin wirklich gewillt, dem ganzen Ding eine Chance zu geben. So, ich bin wirklich gewillt, ja, da mich hinzusetzen und mir das halt auch länger anzugucken. Und ich habe mir den Teaser auch angezockt und ich habe es gestreamt am selben Abend noch, als es rauskam. Ja. Und habe in den Kommentaren halt wirklich teilweise echt fiese Sachen gelesen. So. Also, die das Spiel schon komplett verurteilt haben, obwohl sie es selber noch nicht mal gespielt haben oder nur eine halbe Stunde gesehen haben oder so. Das finde ich dann halt auch scheiße. Aber, naja, gut, was willst du machen? Es gibt halt diese Hardcore-Fans, sobald du da ein Pixel falsch setzt im Spiel, dann kriegst du halt übelst den Flame ab bei einer Gothic-Community. Das ist leider so, das ist traurig, ja. Aber das ist leider so. Ja, aber ich meine, das ist halt alles das Spiel, was wir alle lieben. Und wenn man dann sieht, viele haben halt Angst, dass der Name so ein bisschen besudelt wird vielleicht und dass das einfach so ein Cash-Grab wird. Aber ich meine, die Entwickler selbst haben ja dafür gesorgt, dass es eben nicht mehr diesen Eindruck gibt, weil sie haben ja die sofort gesagt, hey, wir wollen das mit der Community zusammen machen. Wir wollen eure Meinung. Richtig, und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, dieser Move, ja. Weil das halt heutzutage in der Branche gar nicht mehr so partizipiert wird. Ja. Und das fand ich dann auch sehr überraschend und ich habe natürlich auch live im Stream direkt diesen Fragebogen mit ausgefüllt. Und ich fand das so cool, die Idee. Ich wurde am zwei Tage später oder so von einem Entwickler von Barcelona Studios da angeschrieben und der halt auch heimlich meinen Stream mit verfolgt hat und wir haben uns dann so ein bisschen in Kontakt gesetzt und dann habe ich ihn mal so gefragt, ja, was kann ich denn tun, um vielleicht damit zu helfen oder so, gibt's irgendwas, was ich tun kann, so, damit die das ein bisschen vielleicht einfacher haben oder eine Vorlage haben oder was auch immer haben. Also ich will jetzt nicht von mir sagen, dass ich jetzt der Hardcore-PvP-Pro in Gothic bin, aber ich würde schon behaupten, dass ich mich mit der Lore halt auskenne. Ja. So wie jeder von uns eigentlich, so, der sich ein bisschen intensiv damit beschäftigt. Ja. Und haben wir halt ein Konzept ausgearbeitet und das habe ich dann mit Merlin ja umgesetzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest damals. Ich habe sogar auch ausgefüllt. Ah, sehr cool, sehr cool. Und das haben wir dann hingeschickt und daraus hat er nochmal eine extra Präsentation gebastelt und hat das dann dort bei dem, wie heißt denn der leitende Entwickler dort? Mist, ich hatte seinen Namen noch auf dem Schirm, egal. Lässt mir gerade keine Ruhe. Der hieß... Ah, egal. Jedenfalls hat er das seinem leitenden Entwickler da vorgestellt und er war total beeindruckt davon, dass da nochmal 1.500 Leute da nochmal was eingeschickt haben und ja, dass das quasi wirklich nur der harte Kern der Community war. Ach und ja. Ich will natürlich den Don Esteban jetzt nicht hier unerwähnt lassen, den einen der Leiter des World of Gothic Forums. Der hat da natürlich auch mitgeholfen und mit erstellt, die Umfrage. Das war auf jeden Fall sehr cool. Und ja, jetzt können wir eigentlich nur noch warten, was dabei jetzt rumkommt. Also wie gesagt, ich fand den Teaser gar nicht so schlecht, muss ich sagen. War am Anfang natürlich sehr skeptisch, aber ich wurde halt nicht enttäuscht und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich wurde halt so im großen Umfang, ist es halt schön, dass was kam. Ne? Ich hätte es vielleicht nur vom Aufbau nicht ganz so weit weg vom... Also wenn man das Spiel jetzt sieht, dann fand ich, war der erste Eindruck nicht Gothic. Ja, das stimmt. Ne? Und da sind sie vielleicht ein bisschen weit weggegangen, auch generell vom Art-Design. Also auch, da kommen wir halt, aber das sind schon Kleinigkeiten verhältnismäßig, ne? Und es war ja erstmal nur ein Teaser. Das ist ja nichts, was jetzt festgelegt wurde. Richtig. Ne? Und dann halt so ein paar Sachen, die bei mir, da war ich auch ein bisschen kritisch, so wenn der Held in die Kolonie geworfen wird und dann der erste Gegner, den er begegnet, ist halt so ein Snapper, ne? Dann bin ich da schon ein bisschen so, ein Low-Level-Held kämpft nicht mit Snappern. Ja, das war auch ein Punkt, der mich gestört hat. Und da habe ich auch nochmal nachgefragt, warum die das jetzt so gemacht haben. Alter, wie viele Headshots hält denn dieser Sum? Das ist ein Bossmonster, okay. Also. Ich dachte gerade, das wäre so ein ganz normaler Sum-Fall, aber ich glaube, ich muss weg, sonst bin ich tot. Jedenfalls, ja, dass der gegen Snapper gekämpft hat, lag eigentlich nur daran, dass die in dem Teaser halt zeigen wollten, was die halt möglich sind zu konzipieren. Und deshalb haben sie da keine Scavenger genommen, so. Ja, aber klar, das sind halt solche Dinge, die dürfen im Hauptspiel dann nicht vorkommen mehr. So, wenn man das halt wirklich ernsthaft durchziehen will, ne? Das ist ja ganz klar. Und die Sache ist halt auch, ich habe
Vergessen gerade, was ich sagen wollte. Toll, dankeschön. Der Sumpf hat dich irritiert. Der Hai, der macht mich hier gerade ein bisschen kirre, ja. Nee, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was es wird. Und es hieß ja, also nächstes Jahr zum 15. März wird ja Gothic genau 20 Jahre alt. Und ich habe irgendwo gelesen in irgendeiner Gaming-Zeitschrift, dass es dann zum genau diesem Datum dann das Remake releasen soll. Wäre zwar ein witziger Gedanke, so direkt zum 20. Geburtstag, ne, wäre das ja ganz geil, aber sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, das wird nicht klappen, weil die haben ja jetzt gerade erstmal angefangen im Februar das Team zusammenzustellen, damit es entwickelt werden kann. Und die sind ja jetzt gerade dran, aber ich denke nicht, dass das nächstes Jahr im März alles fertig sein wird. Das wäre viel zu unrealistisch. Naja. Ja, ich meine, ich hab so eine kleine Befürchtung, dass ich hoffe dann nicht, dass es wahr wird, aber heutzutage sind ja generell Entwicklerstudios dafür bekannt, dass sie Versprechungen abgeben und die dann nicht eingehalten werden und dass wir vielleicht doch dann, und davor habe ich echt Angst, dass da so ein halbfertiges Produkt am Ende bei rumkommt, ne? Weil ich meine, man sieht es ja gerade, was in den letzten Monaten oder Jahren jetzt schon Blizzard gemacht hat mit der Fanbase. Die waren ja auch immer sehr enttäuscht, weil sie irgendwelche Trailer dann präsentiert haben und dann im Endeffekt sah das fertige Produkt ganz anders aus und hatte gar nicht mehr die Sachen drin. Hast du Warcraft 3 gespielt? Nein, aber ich habe halt den ganzen Hype darum mitbekommen und auch die Enttäuschung. Ich habe nämlich halt Bekannte, die Warcraft-Fans sind, wie verrückt. Die haben das auch so ein bisschen erläutert, dann, was da alles passiert ist und was versprochen wurde. Und es gab ja auch diverse YouTuber, auch im englischen und deutschen Bereich, die darüber geredet haben. Ja. Oder ich hoffe mal, dass sowas halt nicht passiert, dass die irgendwie jetzt sagen, ja, wir gehen voll auf die Community ein und dann auf einmal kommt genau der Playable-Teaser nochmal raus als fertiges Spiel. was ich auch witzig fand, ich habe mir mal die Story von dem Teaser erzählen lassen von dem einen Entwickler, der mich da kontaktiert hat. Die sollten das ursprünglich, war das geplant, dass die das auf der Gamescom veröffentlichen, das Ding, also zur Gamescom-Zeit, dass man das auf der Gamescom direkt spielen könnte. Das wäre für mich, letztes Jahr war ich ja auch zum Glück dort und das wäre für mich natürlich so der Brainfuck des Todes gewesen. Ja, total. Und die haben erzählt, die haben das im Januar letztes Jahr angefangen zu konzeptionieren und wollten halt diesen Teaser machen und er hat sich halt dort beworben in Barcelona da. Und als es dann hieß, ja, es geht um einen namenlosen Helden und um eine Gefängniskolonie und so, dann hat er dann gefragt so, ja, kann das sein, dass wir hier von Gothic reden? Ja, genau. und er dachte so, Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst, so. Und dann haben die das wirklich innerhalb von einem Jahr, also die haben es zum August haben es nicht geschafft, das war viel zu wenig Zeit, aber die haben es dann wirklich geschafft, innerhalb von einem Jahr diesen Teaser, wie man ihn jetzt sieht, quasi zu spielbar zu machen. Und das hätte er selber überhaupt gar nicht für möglich gehalten, dass das irgendwie möglich ist, innerhalb von einem Jahr mit dieser Engine da was zusammen zu basteln, was sogar einigermaßen dafür echt ordentlich ist, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ich weiß ja, wie viel Aufwand das ist, so die Sachen da zusammenzudengeln und dann ein einigermaßen spielbares Spiel draus zu machen, ist schon echt respektabel. Von daher bin ich auch zuversichtlich, dass sie das in zwei Jahren was noch viel Vernünftigeres hinkriegen. Ich meine, die Vorlage haben sie ja. Brauchen ja nur sich Gothic 1 mehrfach angucken und reinziehen, was die Zuschauer wollen. Und dann, die müssen ja nicht komplett von vorne anfangen. Ich finde, wenn du schon so ein Grundkonzept hast, da müssen die mit vielen Dingen neu anfangen. Also ich meine, zum Beispiel das Kampfsystem, dieses For-Honor-Kampfsystem, das gefällt mir nicht in Gothic. Ja, dafür war er auch verantwortlich, hat er gesagt, dass er das selber gemacht hat. Er hatte halt keine Vorlage dafür und musste sich halt auch viel an anderen Spielen orientieren. Und ja, ich bin auch dafür, dass das For-Honor-Kampfsystem da jetzt nicht so reinpasst, aber es war zum Glück eine bisschen abgeschwächtere Variante vom For-Honor-Kampfsystem, weil ich muss tatsächlich sagen, ich mag For-Honor, aber ich hasse das Kampfsystem. Ja, weil auch ich finde, es passt nicht so gut für Gothic, weil du kämpfst in den meisten Fällen gerade später immer gegen mehrere Gegner bei Gothic. Und da das For-Honor-Kampfsystem mehr so auf einen Gegner immer fokussiert und die anderen schwirren immer im Hintergrund so rum. Das war am Anfang, hat man das im Playable-Teaser auch gesehen, da kommen drei Wölfe und du kannst immer nur so einen anvisieren und bist so quasi im Klingentanz. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch bei Gothic jetzt hier genauso. Ich kann doch jetzt hier auch nur in dem Fall einen anvisieren und kann nur zwischen den Fokussen hin und her wechseln. Das ist ja okay, aber Gothic ist jetzt schon wie alt, ne? Und wir reden ja jetzt, wenn wir zum Beispiel Risen angucken, da hat das Risen schon besser gemacht. Ne? Oh ja, Risen, das, also ich muss auch sagen, das Risen-Kampfsystem ist mega geil. Also das beste Piranha-Bytes-Kampfsystem, was hier entwickelt wurde. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Kann ich so unterschreiben. Und ich meine, da muss man auch sagen, ja, diese Sachen und Risen ist ja auch jetzt schon in die Jahre gekommen. Und selbst die konnten das ja schon. Selbst bei Gothic 3 konnte man mehrere Gegner treffen. Ja. Und da, wenn man jetzt, das habe ich auch nie verstanden an Piranha Bytes auch nicht, die hatten bei Risen 1 so ein gutes Grundkonzept für ein Kampfsystem. Hätte man das weiter ausgebaut, man hätte jetzt ein Elex und so, man hätte ein perfektes Kampfsystem. Oh ja, das stimmt.
Aber gut, und wir haben die Engine halt immer weiterentwickelt und ich glaube, dadurch konnte man das Kampfsystem halt auch nicht eins zu eins übernehmen, leider. Aber nee, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt von Risen 1 zu Risen 2 kommen, da ist das Kampfsystem ja ein völlig anderes und wieder total schlecht. Da hast du einen Tod geklickt bei Risen 2. Bei ja, Risen 3 ist dann wieder ein bisschen besser geworden, aber ja. Ja, ich stimme dir zu, dass das Risen 2 Kampfsystem nicht besser geworden ist auf jeden Fall. Aber es ist halt einsteigerfreundlicher gewesen für Leute, die halt noch nichts mit der vorhergehenden Serie zu tun hatten oder mit den Vorgängerspielen zu tun hatten. Also, da hat man sich halt leider nur mehr auf die neuen Spieler quasi konzentriert, stimmt, als auf die Alteingesessenen. Das ist natürlich schade, aber aus kommerzieller Sicht halt leider nötig. Das ja, muss man leider dazu sagen, das stimmt schon. Nur wenn du halt schon diese Variationen da reinbringst, ne? Weil man hatte drei unterschiedliche, weil ich spiele gerade, habe ja gerade Risen 1 im Let's Play, ne? Und ich bin da gerade wieder drin im Kampfsystem. Und man kann halt ja von, man kann Combo-Attack machen, man kann von jeder Seite aus angreifen, also von links, rechts aus angreifen und auch von vorne, ne? Und alleine das gibt schon so viel Variation. Ja, ich liebe das wirklich. Und mit jedem Skill, den du dazu lernst, kommt halt eine neue Fähigkeit dazu. Das ist so cool gemacht, wirklich. Gerade wenn das dann so float im Kampfsystem. Ich mag das vor allem beim Stabkampf, finde ich das mega, mega nice, ne? So wie du es ja auch gerade, glaube ich, hast. Ja. Und wenn dann der Stab so, diese Animationen so flüssig übergehen und die Gegner fliegen dann halt auch so richtig realistisch weg. So, ich habe diese eine Szene bei dir neulich gesehen, wo der Wolf einfach so 3 Meter über das Lagerfeuer gefetzt wurde, weil du da so einen Schlag von links gesagt hast. Da denke ich mir so, oh, geil. Wirklich. Das sieht echt cool aus. Das ist so nice, ja. Und das wäre jetzt auch in den neueren Spielen von Piranha Bytes auch gut gekommen und das würde auch im Remake sehr gut aussehen. Denke ich. Denke auch, aber. Ja, man muss halt, die müssen halt gucken, ne? Also klar, die haben jetzt natürlich viele Leute, die ihnen viele Dinge sagen, ne? Was sie dann im Endeffekt umsetzen, lassen wir uns einfach mal überraschen, aber ja, gucken wir einfach mal. Ich denke, ich glaube, beim Kampfsystem habe ich, glaube ich, auch ein bisschen mit ihm gequatscht so und er hatte halt die Vorgabe, halt ein Kampfsystem zu machen, damit es halt in die Engine reinpasst so und da ging leider so ein simples Kampfsystem leider nicht wirklich umsetzbar technisch. Und er hat versucht quasi aus The Witcher 3, For Honor und ich glaube noch irgendein drittes Game, ich glaube Kingdom Come Deliverance hat er versucht, irgendwie zu kombinieren und da einzubinden. Ja, die Umsetzung war jetzt natürlich eher mäßig, aber für das Spiel ist er jetzt nicht mehr verantwortlich für das Kampfsystem. Also ich glaube, wenn das Remake rauskommt, werden wir ein ganz anderes Kampfsystem vorfinden, als jetzt dieser der Fall war. Ja, hoffen wir mal, dass es dann eher so an Risen oder an, ja. Ich finde auch, dass... Das ist ja so ein bisschen, da streiten sich auch die Geister, aber ich finde auch für Rollenspiele eignet sich eigentlich sehr gut auch dieses Dark Souls-Kampfsystem. Ich weiß nicht, wie erfahren du mit Dark Souls bist. Ganz schlechte 45 Minuten meines Lebens. Oh, also echt? Ich muss sagen, Dark Souls ist also auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich habe es halt schon sehr häufig durchgespielt, auch diverse so Challenge-Runs gemacht und so. Ja, mein bester Kumpel, der feiert das halt auch brutal bis zum Tod und er hat halt auch versucht, mir das irgendwie schmackhaft zu machen und er hat es mir irgendwann geschenkt, Dark Souls 3 und dann habe ich es halt auch mal mit ihm zusammen gespielt und dann habe ich halt einen Xbox-Controller verloren. Nee, Quatsch, das war noch davor. Beim zweiten Mal habe ich es halt auch nicht geschafft, weil ich halt immer bei dem ersten Bossmonster gestorben bin und mein Problem ist einfach, dass ich keine Geduld habe. Also an sich wäre Dark Souls so vom Setting her und von der Aufmachung her wäre eigentlich genau mein Ding. Aber dadurch, dass das halt so unnötig schwer ist und ich keine Geduld habe, ist es halt so... Ist es doof, leider. Es ist kein Spiel, was für mich konzipiert wurde. Genauso wie die Rückkehr. Die Rückkehr ist halt auch so ein Spiel, leider, wo man halt viel grinden muss und das Grinden teilweise auch sehr schwer war am Anfang vor allem. So, und ich da einfach nicht so auf scharf bin, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ja, gut, ich meine, jeder hat da natürlich so andere Ansichten davon und andere Vorstellungen. Und deshalb feiern halt viele Dark Souls, weil gerade weil es so schwer ist und wenn man es dann doch schafft, dann ist das Gefühl, glaube ich, noch besser. Also dieses befriedigende Gefühl, dass wenn man es dann endlich geschafft hat. Ja, voll, vor allen Dingen, diese Spiele haben eine harte Lernkurve. Also man muss am Anfang sich da einmal so reinfuchsen, ne, und dann erstmal die Spielmechaniken lernen. Also ein ähnliches Beispiel auch dafür ist jetzt nicht wirklich ein Rollenspiel, aber ist Mordhau. Ich glaube, das hast du auch mal gespielt. Oh ja, ja, Mordhau ist geil. Und das hat ja auch so ein richtig, also ein komplett, so ein Kampfsystem habe ich noch nie gesehen. Außerhalb bei Chivalry, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ja, das war damals so der Vorgänger. Ja, ja. Und dieses Kampfsystem ist auch was ganz Besonderes, weil du kannst ja auch aus 240 Grad aus angreifen, aus jedem Winkel. Ja. Und wenn du zum Beispiel gegnerische Attacken so spiegelst mit deiner eigenen Attacke, kannst du die auch damit abwehren. Und so, es ist wirklich
komplett ausgeklügelt, weil das war halt jahrelang im Beta-Test, dieses Kampfsystem. Also da haben sich wirklich nur Chivalry-Pro-Gamer hingesetzt und haben das getestet, die ganze. Deswegen ist es jetzt so, wie es jetzt ist. Ne? Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das auch sehr geil. Also ich spiele manchmal immer noch Mordhau so, aber ich muss sagen, dass ich lieber mit dem Speer kämpfe. Also so ein Kurzspeer mit diesem Einhandspeer, das Zustechen so und dann immer schön auf den Kopf. Und ja, ich meine, nur auch mit dem Speer kannst du ja trotzdem schlagen in manchen Situationen, ja, stimmt. Weil zum Beispiel Stiche kann man ja auch einfach abwehren, wenn der Gegner zum Beispiel auch einen Stich macht, kann er dich ja chambern, nennt sich das dann in dem Spiel, und dann kann er mit einem eigenen Stich deinen Stich so ableiten, und dann kriegst du wieder einen ab. Und also das sind so coole Mechaniken, die andere Spiele ja gar nicht haben. Und ich stelle mir immer vor, wenn Skyrim zum Beispiel so ein Kampfsystem hätte, weil das Skyrim-Kampfsystem ist so ein einfach totklicken auch wieder, ne? Also Entwickler hätten so eine Chance, weil die Leute lieben halt Fantasy, Mittelalter, lieben halt die Leute. Und wenn man diese guten Konzepte hat von Kampfsystemen und das verbindet jetzt mit einem Rollenspiel, boah, da könnte man, also ein Gothic auch mit so einem Kampfsystem, heftig. Ja, stimmt, da hast du eigentlich vollkommen recht. Wenn man aus Gothic so ein, oder wenn die sich halt so an dem Knights of Honor, nicht an Knights of Honor, an dem Kingdom Come Deliverance Kampfsystem orientieren würden, fände ich das auch schon sehr geil. Kennst du das? Hast du gespielt? Ich muss leider sagen, als es dann rauskam, da wollte ich das spielen, aber da war mein Rechner einfach zu schlecht damals. Mittlerweile könnte ich spielen, aber ich dachte mir dann auch irgendwann vielleicht als Let's Play, aber das ist halt auch ein Riesenprojekt und ich schiebe gerade so ein ganz großes Projekt gerade noch so ein bisschen vor mich hin, weil ich da sind ja auch einige große Gothic-Mods, Returning zum Beispiel, würde ich auch gerne irgendwann spielen, aber es sind halt diese Riesenprojekte, ne? Ja, das stimmt. Da sitzt man nicht eben mal nur so ein halbes Jahr, sondern da sitzt man auch schon im schlimmsten Fall 2 Jahre dran, ne? Ja, und deshalb, ja, wobei, du würdest wahrscheinlich trotzdem nur 1 Jahr dran sitzen, weil wenn du jeden Tag eine Folge bringst, die 1 Stunde läuft, dann ist das natürlich alles ein bisschen doppelt so schnell als bei mir zum Beispiel jetzt. Das ist aber auch der Grund, warum ich längere Parts auch aufnehme, weil ich nicht über Monate lang das gleiche Spiel spielen will oder die gleiche Mod, weil ich finde auch bei mir, weil du kennst das so selber, wenn man ein privates Spiel spielt, da spielt man es ja eigentlich relativ schnell durch. Ja, das stimmt. Und wenn du dann es als Let's Play machst oder im Stream oder was auch immer, dann dauert es halt einfach viel länger. Und die Leute zum Beispiel, die könnten dich 3-mal überholen, wenn sie das selber anfangen. Ja, das stimmt. Das ist mir vor allem krass bei Mount & Blade aufgefallen. Also als Mount & Blade 2 Bannerlord jetzt rauskam neulich im März, war das halt auch so gewesen, dass ich es halt als Let's Play angefangen habe. So, und jeden Tag halt 20, 30 Minuten Parts zu bringen, ist halt sinnlos, weil die Leute, die es im Stream spielen, die sind viel, viel schneller, weil die dann natürlich 5, 6 Stunden gleich am Stück da grinden und natürlich dann schon viel weiter sind, auch mit Quests und so. Dann habe ich mir dann halt auch gedacht, okay, das Problem ist jetzt einfach, wenn du jetzt anfängst, das Let's Play auf YouTube zu machen, dann bist du viel, viel langsamer und hängst viel, viel weiter hinterher als die Leute, die es zum Beispiel gerade auf Twitch spielen oder so. Und das war auch so der eine Grund. Ich habe mir dann auch mal ein paar Streams angeguckt und habe dann gesehen, dass die Leute da schon die Story schon durchgespielt hatten. Und da war das Game noch nicht mal eine Woche draußen. So. Und da dachte ich mir dann auch so, okay, alles klar. So viel Zeit habe ich leider nicht, so das so umzusetzen. Und das war dann leider ein Problem. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also die Sache ist halt nur, ich würde mich trotzdem quasi gar nicht so aufraffen können, jeden Tag eine Stunde zu zocken. Also das schaffe ich gar nicht. Da habe ich ja auch schon, als wir vorhin oder jetzt mal ein bisschen privat geschrieben haben, für mich ist das echt so wie so ein kleines Ritual geworden. Hier noch einen Kaffee dabei und einfach so eine Stunde komplett abschalten. Einfach sich um alle Probleme vergessen, die man sonst hat, alle, sag ich mal, Sorgen oder was so im Alltag einem begegnet und dann einfach mal eine Stunde Gothic oder was auch immer ich da gerade spielen. Das tut echt gut. Und sich so ein bisschen einfach quatschen und dann lenkt man sich ab und danach ist man entspannter, also mir geht's zumindest so. Und manchmal so am Wochenende dann auch, wenn man Zeit hat, nehme ich halt auch so vorher auf, und dann muss ich auch nicht jeden Tag spielen, also ein paar Folgen vorproduzieren und so. So wie du es ja auch immer machst. Genau, also ich finde das interessant so, dass man mal so seine Konzepte mal so offenlegt oder halt mal bespricht oder so, weil ich glaube, das finden die Zuschauer vielleicht auch ganz interessant so. Ja. Also ich mache das ja halt, im Normalfall mache ich so, dass ich mir einen Tag in der Woche nehme, das ist meistens halt der Samstag, wo ich dann 7 oder 8 Folgen am Stück halt aufnehme und dann unter der Woche halt quasi jeden Tag eine Folge bringe. Und wenn ich mal so spontan Dinger mit Utwin oder anderen Leuten, die halt unter der Woche entstehen, irgendwelche anderen Spiele, Strategiespiele oder sonst was, das kommt dann spontan halt dazu einfach. Und aber dass du halt wirklich jeden Tag quasi eine Stunde halt spielst, und machst du das dann halt auch so für den nächsten Tag oder dann halt für die nächsten Tage, wo es dann halt rauskommt? Oder ist es dann direkt? Ja, ich bin immer so ein paar Folgen im Vorlauf, falls da doch irgendwas dazwischen kommt, ne? Ah ja, ja. Und dann versuche ich halt immer so für den nächsten Tag die Folge halt schon
halt schon hochgeladen zu haben, natürlich, ne? Damit halt das halt schon durchgerendert ist, auch bei YouTube nochmal, ne? Apropos durchgerendert, wir sind auch erstmal für diese Folge durch und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Schaut bei Jorgenson auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbei und ja, mindestens seine Gothic-Videos anzuschauen lohnt sich definitiv. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao. Ach scheiße, ich bin nicht rausgetappt. Boah, wir haben aber auch gerade Themen gewechselt wie ein Weltmeister.